Lebenshilfe Oberösterreich ist eine gemeinnützige Non-Profit-Organisation zur Förderung, Beschäftigung und Begleitung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in allen Lebensbereichen. Beim teilbetreuten Wohnen werden Unterstützungsleistungen mit einem Wohnraum von uns zur Verfügung gestellt. Selbstbestimmtes und möglichst eigenständiges Leben der Bewohner steht dabei im Vordergrund. Die Wohngruppe ist so aufgebaut, dass es drei Einzelwohnungen gibt und eine Paarwohnung. Und es gibt eine Gemeinschaftswohnung, wo man dann gemeinsam kochen tut, am Abend einmal Fernsehen schaut oder Spiele macht, wo es Besprechungen gibt, wo einfach das ganze Soziale dann abläuft. Ja, wir haben die Vorgaben gehabt, dass man Bewohner eher vom Vollbetreuten ins Teilbetreute kriegen. Und da haben wir uns was überlegen müssen, wie geben wir unsere Bewohner mehr Sicherheit in der betreuerfreien Zeit. Und durch das sind wir zu Luxon gekommen. Wir haben eine Wohnung angeschaut in Linz. Die hat uns damals schon sehr gut gefallen. Und dann sind wir zu dem Showroom nach Kollerschlag gefahren. Und dann waren wir natürlich sehr begeistert und haben gewusst, da sind so viele Sachen, die wir brauchen und was halt bei Luxon sehr, sehr gut ist, auch in unserem Bereich, im Behindertenbereich, dass so viel Technik im Hintergrund abläuft, das unsere Leute ja gar nicht merken und sie aber im Alltag sehr unterstützen können. Hat für die wichtigsten Themen am Anfang, gerade in der Planungsphase, war für die Bewohner sowie auch für die Betreuer, dass man die Angst vor der Technik nimmt, dass das Ganze unterstützend ist und auch sein wird. Nicht nur mit einem Tablet oder mit einem Smartphone zu bedienen ist, sondern natürlich ganz normal über Tasten und das für jeden Bewohner individuell einstellbar ist. Das heißt, jetzt die Beleuchtung mit Lichtszenen oder verschiedene Musiksachen, die Raumtemperatur, natürlich ganz viele andere Sachen für jeden Einzelnen auch individuell einstellbar ist. Bei der Umsetzung der Wohngruppen war uns ganz, ganz wichtig, dass wir auf das Thema Sicherheit groß Acht geben. Und da haben wir natürlich mit Luxon einiges umsetzen können und alleine schon die Brandmelder oder die Wassersensoren oder auch der Strom aus in der Nacht. Also eine der wichtigsten Funktionen ist sicher die Abschaltung des E-Herds beim Verlassen der Wohnung. Umgesetzt haben wir das mit einem i-Button. Beim Betreten der Wohnung wird der E-Herd eingeschaltet. Genauso auch der Wasserkocher bzw. Kaffeemaschine mit einer Smart Socket. Und beim Verlassen der Wohnung, wo man den Schlüssel einfach abzieht, wird der E-Herd ausgeschaltet, genauso auch dann der Wasserkocher. Wir haben in diesem Sommer schon wirklich auch das auskosten können, was Luxon auch gut kann. Das ist die automatische Beschattung, die war sehr, sehr wichtig. Und auch der Sichtschutz dann am Abend, wenn bei Sonnenuntergang dann wirklich auch die Raufstores zumachen, dass für unsere Bewohner auch der Sichtschutz gewährleistet ist. Also mit den Terrassenüberwachung haben wir mit dem Fenstergriff R gelöst. Der hat den Vorteil, dass wir da natürlich die verschiedenen Stellungen vor der Tür abfahren können. Das heißt, es kann nicht passieren, dass man dann die Tür aufmacht, rausgeht und sie dann über Zeitfunktion die Jalousien runterfahren, sondern die bleibt einfach dann oben und die fährt auch auf. Und nach wieder Schließen der Tür fährt der wieder in die Ausgangsstellung zurück, wo es vorher war. Die Zutrittlösung wurde mit einer Luxon Intercom XL realisiert. Das heißt, der Besucher kann jede Wohnung einzeln auswählen und anleiten. Und in der Wohnung wird der Bewohner mittels Music Server via akustischen Signal benachrichtigt. Die Nachtlichtfunktion wird im Touch and Bit eingeschaltet. Das haben wir geändert von standardmäßigen Doppel- oder Dreifachklick über einen Langzeitklick, weil das für die Bewohner einfacher zum Realisieren ist. Da passiert einfach eins, dass die Musik ausgeschaltet wird, es werden die Bewegungsmelder deaktiviert, die restlichen Lichter bzw. Steckdosen ausgeschaltet, die man nicht braucht. Und parallel dazu wird das Nachtlicht unter dem Bett aktiviert, nur mit 40% von der Leistung her, dass man nicht dann beim Aufstehen ins WC oder ins Bad nochmal geblendet wird.